Na, Henning, wie kommt's, dass du dich nach Friedenau verirrt hast? Ein akuter Anfall von Familiensinn. Ich wollte dich vor der Vereinsamung retten. Hm, ich bin in bester Gesellschaft. Tanja und Jan, die wohnen jetzt hier. Deine Mutter hat mir ein Zimmer hier gegeben. Es ist total romantisch, wunderschön. Na, ihr scheint sich allerhand verändert zu haben. Und wird sich noch weiter verändern. Ich weiß gar nicht, ob es Ihnen Ihre Frau schon gesagt hat. Was denn? Ich habe mich mit ihr über meine berufliche Zukunft unterhalten. Und sie meinte, ich wäre jetzt weit genug für neue Aufgaben in Friedenau. Na, Gratulation. Du machst hier noch richtig Karriere. Und wieso weiß ich nichts davon? Ach, das wird sie Ihnen sicher noch sagen. Naja, jedenfalls soll ich alles, was die Geschäfte im Gestützbereich angeht, von der Pike auf lernen. Und bei deinem Tempo wirst du bald ganz Friedenau übernehmen. Schön, dass Sie sich so engagieren wollen. Ich habe natürlich überhaupt nichts dagegen, Ihnen mehr Verantwortung zu übertragen. Am besten, wir fangen damit an, dass Sie sich mit der Verwaltung der Stallungen beschäftigen. Hm? Jan wird Sie unterstützen, okay? Nichts lieber als das. Auf deine berufliche Zukunft. Oh, du bist ja immer noch da. Wie kommt's? Alles im Interesse der Jurisprudenz. Ich brauche ein paar Bücher für mein Studium. Theorie der juristischen Argumentation. Klingt ja wahnsinnig spannend. Müsstest du nicht längst wieder bei den Pferden sein und in deiner Blitzkarriere arbeiten? Ein halbes Stündchen habe ich schon noch Zeit. Sag mal, denkst du eigentlich noch manchmal an unser Bad im Geld? Ja, vor allem daran, dass Christoph jeden Moment hätte reinkommen können. Warum bist denn du heute so zugeknöpft? Magst du mich nicht mehr oder brauchst du ein schlechtes Gewissen? Vielleicht hast du es wieder vergessen, aber ich bin immer noch mit Sophie zusammen. Und ich bin sehr glücklich mit ihr. Mit mir könntest du aber noch glücklicher werden. Vergiss es, Tanja. Ich komme auch ohne dich ans große Geld. Tja, das glaube ich dir aufs Wort. Christoph hast du ja bereits um den Finger gewickelt. Das war eine Kleinigkeit. Und du, mein Lieber, bist der Nächste auf meiner Liste. Wenn du dich da mal nicht verrechnest. Es gibt da ein paar Sachen, die du wissen musst. Erstens, wir arbeiten nur mit anerkannten Züchtern zusammen. Das versteht sich doch von selbst. Zweitens, ohne tierärztliche Untersuchung findet kein Verkauf statt. Auf gar keinen Fall. Okay. Hallo, Tanja. Jan, ich muss was mit dir besprechen. Morgen steht ein wichtiger Pferdeverkauf an. Ich kann den Termin aber nicht einhalten, weil ich ein dringendes Gespräch bei Arbatex habe. Verstehst du? Soll ich die Sache erledigen? Ja, das wäre mir eine große Hilfe. Aber das Gespräch wird nicht einfach sein. Der Käufer ist ein sehr fähiger Geschäftsmann und von Pferden versteht er mindestens so viel wie ich. Ich lasse mich schon nicht austricksen. Welche Tiere werden überhaupt verkauft? Ja, die zeige ich euch gleich. Tanja. Ja, was soll ich tun? Ich möchte, dass die beiden Pferde einen erstklassigen Eindruck machen. Selbstverständlich. Darf ich morgen bei dem Gespräch dabei sein? Das wäre eine großartige Chance für mich, was Neues kennenzulernen. Bitte, Herr von Anstetten. Na ja, meinetwegen. Aber das Verkaufsgespräch führt Jan. Von ihm können Sie noch eine Menge lernen. Ich werde mir die größte Mühe geben. Das glaube ich. Ich meine, wir werden uns die größte Mühe geben. Womit habe ich das denn verdient? Das fragst du noch? Wie soll ich dir denn widerstehen, wenn du so verführerisch hier liegst? Wenn das so ist, dann würde ich mich in Zukunft häufiger auf dein Bett legen. Oder besser noch, ich stehe gar nicht erst auf. Ich finde es toll, dass wir jetzt so eng zusammenarbeiten. Nicht aufhören. Ich fange gerade an, mich daran zu gewöhnen. Erst musst du mir versprechen, dass du mir alles über das Gestüt beibringst. Versprochen. Warst du denn mit meiner Leistung heute zufrieden? Du warst perfekt. Engagiert. Interessiert und enorm sexy. Komm, lass uns schlafen. Wir wollen auch morgen fit sein, wenn der Käufer kommt. Wir müssen um 6 aus den Federn. Nur keine Panik. Ich werde die Pferde striegeln, dass sie nur so glänzen. Und sich von selbst verkaufen. Das glaube ich dir aufs Wort. Ich weiß, was du kannst. Ich freue mich schon auf die Verkaufsverhandlung morgen. Es gibt noch so viel, was ich von dir lernen kann. Und so viel, was ich von dir lernen kann.